Servus zusammen. Hier kommt der zweite Teil von Börsenwissen. Und zwar geht es hier um Aktienscans. Also wie ich die scanne, überprüfe, anschaue. Und dazu muss man Folgendes wissen. Ich selbst benutze halt überwiegend den Trader Fox. Da wird mit Sicherheit jedes andere System auch Möglichkeiten haben. Aber ich kann dazu nichts sagen, weil ich, wie gesagt, zu 95% hier mit dem Trader Fox arbeite. Der Rest sind andere Systeme. Da gibt es sowas gar nicht. Und es ist auch grundsätzlich die Frage, wie viele Aktien ihr euch so anschaut. Ich gebe ja immer den Tipp, dass man sich mit den Aktien umgeben soll, die man kennt. Also welches Auto fahre ich, welche Versicherung habe ich, welche Klamotten kaufe ich und so weiter. Wer ist meine Bank, wer ist mein Strombetreiber und so weiter. Das macht mehr Sinn, weil das sind Sachen, die ihr kennt. Ja, es macht vielleicht nicht unbedingt Sinn, dann da in irgendwelchen wilden Aktien rum zu sein. Deswegen, ich kann das nur verstehen, wenn einer sagt, nee, ich habe 10 Aktien, auf die gucke ich und mehr nicht. Bei mir als professioneller Händler habe ich ein, naja, sagen wir mal ungefähr 200 Werte, auf die ich schaue. Und das schaffe ich gar nicht mehr so. Ich kann die nicht alle einzeln durchgehen. Und bei mir hilft hier im Trader Fox der sogenannte Wingman. Deswegen, an dem werde ich jetzt hier festmachen. Und den mal hier rüberholen. Ich befürchte, dass viele Leute das auf dem Handy gar nicht sehen können. Also da empfehle ich dir auch wenigstens mal ein Tablet. Und das hier ist dieser Trader Wingman. Ich will das nur ganz kurz zeigen. Das soll jetzt nicht unbedingt eine reine Werbeveranstaltung sein für den Trader Wingman, sondern es geht darum, wie stellt man sowas ein. So, wenn ich dann hier reingehe, gehe ich auf meine Liste. Die eine ist Christian, die andere ist Christian Stunde. Und dann habe ich dann hier Midcap 50, DAX, Stocks und Late Night. Late Night ist alles, was beim Wunschkonzert immer gewünscht wird. Und ich beobachte dann die Aktien auch mal eine ganze Zeit lang. Also das sind jetzt ungefähr so, na, ich würde mal schätzen, 250 Aktien. Und hier komme ich dann zu den Signalen. Ich kann es leider die Schrift nicht größer machen. Es gibt hier eine ganze Menge von Candlestick-Mustern. Ich selbst reduziere mich auf Hammer und auf Shooting Star. Ich gucke jetzt nicht so auf Arami oder Pop Guns oder Dojis auch, stimmt, die könnte ich eigentlich mal reinmachen. Gebe ich hier rein, Trigger, und dann wird es auch getrackt. Was ist aus dem Trigger bei einem Kurs von X geworden? Und das wird dann getrackt, sehen wir gleich in der Liste. Hier gibt es dann die Abteilung Swing Trades. Also ich behaupte nach wie vor, es gibt ungefähr 250 Indikatoren. Und 220 davon kann man in die Tonne treten. Ich kenne viele von denen gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was ein Bread and Butter Long ist, weiß ich nicht. Slingshots sagt mir auch nichts. Ja, ich muss das aber auch nicht alles kennen. Hier Boomers und keine Ahnung, was das ist. Ich gucke auf Bollinger Explosion Long. Das ist, wenn wir oben rausgehen oder unten rausgehen. Das will ich wissen. Dann habe ich hier Stochastic Long und Short. Die Stochastic Long wird mir angezeigt, wenn wir von unter 20 auf über 20 gehen. Und Short von über 80 auf unter 80. Range Breakout. Habe ich jetzt hier nichts drin. Wie gesagt, ich kann mir das alles einstellen, aber ich kenne viele gar nicht. Ich nehme das, mit dem ich am meisten Spaß habe. Trendfolge, hier Holy Grail, das ist von der Linda Raschke. Kann man sich auch mal anschauen. Das könnt ihr euch entscheiden. Ich habe hier, das ist zum Beispiel was, das finde ich ganz wichtig, neues 52 Wochen hoch oder tief. Das ist eins der sinnvollsten Signale überhaupt. Und dann lasse ich mir noch die Unterstützungslinien horizontal und die Widerstandslinien horizontal anzeigen. Gaps, auch schön, ja, okay, kann man machen, habe ich nicht. Ich kann das so einstellen, dass ich also permanent einen Funk bekomme, sei das als Push-Up auf meinem Computer oder als Anzeige auf dem Handy. Ich habe das allerdings leise gestellt, weil da würde ich durchdrehen, weil das klingelt nämlich alle 5 Minuten. So, jetzt habe ich das gemacht und sage Dankeschön. Und jetzt zeige ich euch das Ergebnis. Hier gehe ich auf Standardkonfiguration und sage, nö, ich will nur meinen Christian haben. Und dann rattern die alle durch in der Zeiteinheit, die ich voreingestellt habe. Ich mache das mal ein bisschen größer, vielleicht sieht man es ein bisschen besser. Diese Signale fangen morgens an um 7 Uhr. Und da gucke ich zum Beispiel gar nicht drauf. Ich handle sowieso nicht vor 9.30 Uhr, es sei denn, ich muss reagieren auf irgendwas. Und dann habe ich jetzt hier um 9 Uhr zum Beispiel so einen Wert Fuchs Petrolub. Steht bei mir, das ist im MDAX drin. Ne? Jetzt gehe ich drauf, es sagt hier Stochastic Long.
Und dann zeigt es mir erstmal nur den Chart. Ich gehe mal aus dem hier raus. Dann zeigt es mir erstmal nur den Chart. Und da muss ich hingehen, und das will ich auch. Ich möchte erst nur den Chart sehen, damit ich nicht irritiert werde von anderen Sachen. Ich muss schauen, warum und wo ist da ein Signal. Dann gehe ich auf meine Vorlage, die ich immer habe, die ihr auch kennt von den verschiedenen Filmen. Und hier habe ich jetzt sowas wie ein Kaufsignal im MACD, lang, kurz, kurz. Das angesprochene Kaufsignal in der Stochastik. Wir sind über 80 gegangen. Und dann hole ich mir den Chart ein bisschen weiter raus und guck mal, was kann ich da jetzt noch rausholen? Was ist da noch? Also ich gehe jetzt hier noch ein bisschen näher ran oder näher raus, wie auch immer ihr das seht. Und dann überlege ich mir, ist das alles so richtig? Ist das ein Signal, auf das ich mich verlassen kann? Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn morgens um 9 Uhr so ein Signal kommt, dann ist der Kurs vielleicht kurzfristig gestiegen und löst dieses Signal aus. Aber wichtig ist, dass ihr die Zeiteinheit, die ihr betrachtet, sei das Tag oder 4 Stunden oder 1 Stunde, die muss fertig sein. Und wenn dann das Signal noch besteht, das ist ein Tageschart, wenn dann das Signal noch besteht, dann hat es Gültigkeit. Das war ja das Problem am Freitag. Der DAX sah super aus, 17:36 ganz hervorragend. Und dann, ich glaube, es war um 8:15 Uhr oder sowas, kam dann die Nachricht mit Gazprom. Gut, ich hatte im Film gesagt, 3,3% halte ich für ein bisschen viel, vor allen Dingen, weil die Amis gar nicht so stark gestiegen sind. Die waren ja nur 1, noch was Prozent besser. Ich ging auch davon aus, dass der Montag, ungeachtet irgendeiner Nachricht, eher leichter wird, respektive kleinere Trading-Range, wo auch die Amis geschlossen waren. Dass der Freund dann 400 Punkte runterhaut, das fand ich schon bemerkenswert, aber das ist nicht zu sehen. Ich würde heute, hier und jetzt, basierend auf den Kursen vom Freitag, genau die gleiche Analyse machen. Ganz, ganz klar. Aber das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil wir halt 400 Punkte verloren haben innerhalb von 3 Stunden. Und das ist wirklich viel. Aber ganz kurz zurück, jetzt hier mal zu Fuchs Petrolub. Fuchs Petrolub hat dann, hier sieht man das, der Schlusskurs war bei 28,04. Und dann gehen sie nachbörslich runter, das ist der Mittelkurs hier, auf 27,40. Also 60 Cent, haben 2% verloren. Verglichen mit dem Gesamtmarkt ist es weniger. Deswegen, was ich jetzt machen muss, ich muss am Montag warten, mal so auf den Bereich 9.30 Uhr, um zu schauen, was macht der Kurs. Aber es ist grundsätzlich, basierend auf Freitagabend, ist das ein Kaufsignal. Gucken wir mal ein bisschen anders an, was da sonst ist. Das ist ein Kaufsignal basierend auf der Stochastik. Ihr seht hier ganz viele Stochastik Long. Und hier trackt es sogar schon. Da muss also, ja genau, hier war ein Kaufsignal über die Stochastic Long in Uniper. Und hier ist dann das Tracking. Das ist dann ein paar Minuten später, sagt, okay, hat gegriffen und läuft hoch. Hier Befesa, also ein 52-Wochen-Tief. Können wir mal ganz kurz drauf schauen, wie das angezeigt wird. Ja, das war hier, morgens ging es ein bisschen hoch, aber kam dann gleich wieder deutlich herunter. Und hier ist dann das 52-Wochen-Tief. Können wir auch dann die Technik mal dazu holen, nur mal zu gucken. Ja, da dreht noch gar nichts. Verglichen mit vielen, vielen anderen Werten, ich hatte einige genannt am Freitag vor dem Film, es ist hier noch nichts. Das heißt, dieses Ding finde ich nicht so vertrauenswürdig. Wir sind bei 10, nicht bei 20. Ja, beim DAX waren wir bei 19,84. Wir sind hier weiter negativ, die Bänder gehen auf, das obere dreht noch nicht nach unten, wir sind am unteren Band. Das hätte ich mir mal auf eine Watchlist gelegt, aber mehr auch nicht. Da hätte ich definitiv nichts gekauft. Gehen wir mal auf ein nächstes Signal. Worauf ich warte, das ist sowas wie Candlestick Hammer, dass man das mal sieht. Hier, Amazon, das war um 15.30 Uhr. Und zwar bezieht sich das auf den Vortag. Das war also dann der Donnerstag. Das ist, wenn man auf den Chart schaut, definitiv ein Hammer. Das ist also hier der Tageschart. Amazon, ein Hammer. Das Tief war bei 123,66 und der Schluss bei 127,82 am Tageshoch. Jetzt gucken wir mal hier, Vorlage WOT. Das ist dann am nächsten Tag draus geworden. Wir haben hier ein leichtes Kaufsignal übers MACD. Ich muss das alles vergleichen. Ich muss es immer hinterfragen. Ja? Stochastik hat auch noch kein gültiges, griffiges Kaufsignal geliefert.
Der Höchstkurs war bei 131,38 und die schließen bei 127,60. Deswegen auch hier, es ist so wichtig, auf das Ende der Betrachtungseinheit zu sehen. Ich habe das schon ganz oft erlebt, zum Beispiel im Stundencharts, dass wir sagen wir mal, in der Stunde von 9 Uhr bis 10 Uhr bis 9.55 Uhr vielleicht so eine Kerze hatten. So einen Hammer. Und dann in der Zeit von 9.55 Uhr bis 10 Uhr ging das Ding dann irgendwo hier runter. Das habe ich ganz oft gesehen. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, die Zeiteinheit wirklich zu Ende zu betrachten. Nehmt es in Kauf, ein bisschen, in diesem Fall ein bisschen höher zu kaufen, weil der Stop wird euch ja mitgeliefert. Der ist hier. Ich gehe dann immer minus 1% runter. Das wäre dann nochmal $1,20. Also sagen wir mal ganz grob, auf $122 wäre dann der Stop. In diesem Fall, weil wir auch die Besprechung hatten oder haben werden mit Optionsschein oder K.O.-Schein, würde ich zum Beispiel, wenn ich sage, das hier ist der Stop, beziehungsweise 1% drunter, ich mache es mal größer, beziehungsweise 1% drunter bei 122, gehe ich je nach Gemütslage hin und hole mir einen 120er K.O.-Schein. Wenn ich nicht ganz so überzeugt davon bin, mache ich vielleicht einen 110er. Aber ich muss mich dran halten, Disziplin hin und her, ich muss mich dran halten, dass hier drunter, minus eine Toleranz von 1%, dass da der Stop liegt. Mal schauen, was wir sonst noch für Signale haben, die ich jetzt hier so zeigen kann. Es sind momentan zwar viele, aber es sind alles die gleichen. Haben wir hier überall Stochastic Long, Stochastic Long Tracking. Ja. Was mir hier fehlt, wir hatten 52 Wochen Low. Ich hätte gerne 52 Wochen High euch mal gezeigt, aber das habe ich jetzt hier nicht gesehen. Hier ist Adidas, neues 52 Wochen Tief. Die sind also auch am Freitag hin und her gesprungen. Es war unglaublich. Ja, das ist hier. Sie fangen an mit 147,22, gehen hoch auf 149, gehen runter auf 143,60, aber schließen bei 148 um 17.36 Uhr, um dann am Abend wieder hier bei 144,5 zu sein. Also es ist bleibt ein Markt, das nur nebenher, der mit wenig Volumen Erhebliches erreicht, nach oben und nach unten. Das wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Aber das hier, was ich jetzt hier zeige, das ist halt eine Möglichkeit, wie mir das hilft. Ich gehe diese Scans dreimal am Tag durch. Einmal so um 9.30 Uhr, dann einmal um 13.30 Uhr, weil dann die Kasse vorbei ist. Und dann vor 17.30 Uhr, und zwar sowas wie 17.15 Uhr, 17.20 Uhr. Wenn ich da irgendwas Interessantes sehe, schreibe ich mir das auf eine extra Liste und packe das auf meine Watchlist. Kann aber auch jederzeit, zum Beispiel machen wir es mal hier bei Adidas, gehen wir auf den großen Chart und sage, ich möchte gern wissen, wenn die Adidas hier drüber gehen. Also gebe ich hier oben mir ein Signal ein, das war jetzt hier der Kurs 154. Und sage, mach mir bitte ein Signal, sobald der Kurs 154 hat. Speichern, raus und hier steht es dann. Das ist das Signal, wird mir hier so angezeigt. Wenn das angegriffen wird, bekomme ich diese Mitteilung auf meinem Handy oder in so einer kleinen Box hier oben, dann kann ich damit schneller agieren. Also das soll nur mein Tipp sein. Ich wiederhole es nochmal, es gibt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, in vielen Systemen so eine Art Flügelmann. Ich kenne ihn halt nur, und da kenne ich ihn recht gut, hier vom Trader Fox. Es ist wichtig, dass ihr euch mit Formeln auseinandersetzt oder Signalen oder Indikatoren, die ihr mögt. Nehmt bitte nicht alle, weil sonst habt ihr hier ein Gebimmel den ganzen Tag, da werdet ihr verrückt bei, sondern nehmt nur mal Teile. Das ist für mich eine Möglichkeit, die Aktien zu scannen. Es gibt viele, viele andere. Auch hier gilt, fragt 10 Händler, habt ihr 11 Meinungen. Das ist immer das Gleiche. Das ist halt meine Art und Weise der Herangehensweise. Und deswegen, das erhebt keinen Anspruch auf Perfektionismus. Es ist halt so, wie ich das mache. So fange ich an zu analysieren. Also guckt euch das mal an. Ich schaue, dass ihr in den nächsten 1 bis 2 Wochen den nächsten Film machen kann. Da möchte ich gerne mal gehen über solche Sachen hier zum Beispiel. Hammer, also sprich Kerzen. Hier ist auch einer. Warum ist das ein Hammer? Und den sehe ich nicht als Hammer. Nur weil das nebenbei bemerkt, der hier steht als Solitär. Sein Tief ist
lange, lange nicht gesehen. Und der hier ist nur 7 Kerzen hinter dem. Deswegen sehe ich den jetzt hier nicht als Hammer. Das ist zu wenig. Ich brauche hier einen Abstand zwischen dem und dem von mindestens 10 Kerzen. Aber auch das ist Geschmackssache. So, ich gehe jetzt hier nicht auf die Kerzen ein wie Hammer oder Shooting Star. Dafür mache ich dann einen eigenen Film, weil das kann man nämlich schön in 20 Minuten runter erzählen, was es da alles gibt, schön mit Bildern und mit Dojis und wie die ganzen Strategien alle heißen. Das mache ich jetzt also nicht. Das war jetzt nur mal gezeigt, wie man scannen kann. Schaut mal in euren Systemen, ob ihr da die Möglichkeiten habt. Nehmt euch die Core-Indikatoren, die ihr beherrscht, die ihr wollt, die ihr mögt, denen ihr folgt. Das ist ganz wichtig. Versucht da nicht irgendwie das Rad neu zu erfinden. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Bye, bye.